Es ist Mittwochabend und Sie haben richtig eingeschaltet. Sie sehen Glück auf TV Mittelerzgebirgsfernsehen mit Nachrichten aus unserer Region und für unsere Region. Guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Megional. Ihre tägliche Dosis Information am 9. März 2022. Schön, dass Sie uns heute Abend wieder in Ihr Wohnzimmer lassen oder wo auch immer Sie unsere Sendung gerade sehen. Trau dich doch mal. Diesen Spruch hört man öfter von Eltern oder Großeltern, wenn Kinder oder Enkel ein Talent oder eine besondere Gabe besitzen. Und letztendlich haben sich junge Leute aus dem Erzgebirge und aus Mittelsachsen auch getraut, sich mit ihrem Können einer Jury zu stellen. Im Rahmen des Talentewettbewerbs Trau dich, Musik und Rezitation. Am letzten Sonntag fand nun die Auszeichnungsveranstaltung in der Silberscheune Pobershaus statt. Bewunderung und feuchte Augen vor Rührung waren an dem Nachmittag dabei keine Seltenheit. Tobias Körner und Frank Langer waren für uns vor Ort. Endlich war es soweit. Die Preisträger des Jugendtalente-Wettbewerbs Trau dich im Genre Musik und Rezitation haben am Sonntag, den 6. März, bei einem Konzert in der Silberscheune in Pobersau gezeigt, was in ihnen steckt. Insgesamt hatten sich 44 Teilnehmer am 6. November vergangenen Jahres beim Vorausscheid der Baldorf-Villa der dreiköpfigen Jury gestellt. Im Beisein von Eltern, Großeltern und Unterstützer des Wettbewerbs haben nun alle ihre Gewinnerbeiträge noch einmal vorgetragen. Trau dich, sich etwas zutrauen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben. Das ist an vielen Stellen des Lebens und so auch in Kunst und Kultur sehr wichtig. Dies zu trainieren, eine Plattform, um sich zu zeigen und auszuprobieren zu geben, dafür ist unser Wettbewerb da. 44 Kinder und Jugendliche aus dem Erzgebirgskreis und auch aus dem Landkreis Mittelsachsen haben sich getraut, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Dank auch an alle Eltern, Großeltern, Begleiter unserer Kinder und Jugendlichen. Gerade in der Pandemiezeit war es sicher manchmal nicht leicht, die Motivation hochzuhalten für das Musische, in dem Falle für Instrument, Gesang, oder die entsprechende Tätigkeit. Und natürlich ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch an das Team unserer Baldauf-Villa vom Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises mit Frau Konstanze Ulbricht an der Spitze, die die Organisation und Ausrichtung des Wettbewerbs in bewährter Weise bewältigt hat. Andreas Stark, erster Beigeordneter des Landrates, würdigte zum Auftakt diese Leistungen. Gilt der Dank den Lehrerinnen und Lehrern, die den Kindern und Jugendlichen die Schönheit, Ausdrucksstärke und Vielseitigkeit unserer Sprache nahebringen. Wie lange singst du schon? Oh, schon lange, also seitdem ich klein bin eigentlich. Ich mache das total gerne. Und seitdem ich dann in Keyboardunterricht gehe, seit der 5. Klasse, hat mein Lehrer mich dann so ein bisschen gefördert, dass ich das halt mit dem Keyboard zusammen lerne. Und ja, dann mache ich das schon relativ lang. Wo trittst du denn überall auf, wenn du auftrittst? Aber davon gehe ich mal aus. Ich trete eigentlich sehr selten auf, muss ich sagen. Nein. Doch. Warum? Ich traue mich nicht so eigentlich. Ich bin sehr zurückhaltend. Louder, louder, and we are full.
mal professionell in die Musik einsteigen? Ja, ist schon so ein Traum von mir, aber es ist halt schwer, dann wirklich was damit zu erreichen eigentlich. Und deshalb werde ich wahrscheinlich eher was anderes beruflich machen wollen. Denn sich zu trauen heißt schon zu gewinnen. So formulierte es Herr Konrad Süß aus der Jury. Talente, Neigungen, Begabungen unserer Kinder sind keine Selbstverständlichkeit. Sie sind Geschenke, die ihnen mitgegeben worden sind und sind quasi kleine Pflänzchen. Und wie es mit kleinen Pflanzen so an sich oder wie sie so an sich haben, bedürfen sie natürlich einer entsprechenden Pflege. Sie müssen zunächst erkannt werden, sie müssen begleitet werden, sie müssen gefördert werden, damit sie sich zu einem Baum entwickeln können. Bei der Auszeichnungsveranstaltung wurde eine große Vielfalt dargestellt, die es im Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen zu entdecken gibt, wie Jurymitglied und Moderatorin des Nachmittags Ute Hagemann bestätigte. Herzlichen Glückwunsch! Also diese Veranstaltung, die hat auch die Vielseitigkeit wieder gezeigt, die ja auch schon zum Wettbewerb uns gezeigt wurde. Und heute war das sozusagen ein Querschnitt von dem, was wir dort erleben durften. Und ich hatte es schon mal gesagt, also es gibt ja keine Verlierer in dem Sinne, sondern nur Gewinner und die Preisträger, die wir heute erleben konnten, gut ab. Ich habe auch schon meine Hochachtung gezeigt, unter welchen Bedingungen geprobt wurde und immer noch wird. Wir denken, durch die Lockerung, die es gibt, wird das wieder einfacher, auch die Kinder zu motivieren. Ja, auch den persönlichen Kontakt zu den Musikschulen zu finden oder auch zu privaten Lehrern und Lehrerinnen. Und ich denke, das wird auch wieder diese Begeisterung fördern, doch Instrumente zu lernen, Gesangsunterricht zu nehmen. Und ich sage es auch an dieser Stelle, wir in der Grundschule legen eigentlich auch hier den Grundstein, die Liebe zur Musik für sich zu entdecken. Und auch die Kindergärten natürlich. Also ich meine jetzt so diese jüngeren Kinder. Und ich erlebe auch viele Schüler, die dann hier sitzen und dann oder auch sagen, Frage man, ich habe das jetzt weitergemacht, ich habe mein Instrument weitergelernt, habe nur Band gespielt. Ich finde das toll. Zur Auszeichnungsveranstaltung am 6. März 2022 haben die Preisträger beim Jugend- und Talentewettbewerb Trau dich im Genre Musik und Rezitation gemeinsam ein Konzert gegeben. Es ist wirklich erstaunlich, welche Talente es in unserer Region gibt. Haben Sie Lust auf mehr von dieser Veranstaltung? Eine ausführliche Zusammenfassung sehen Sie ab Samstag in unserer Sendung bei uns im Erzgebirge. Legen Sie sich dazu am besten auch ein Taschentuch zurecht. Es wird nämlich emotional. Und das ein oder andere feuchte Auge kann ich nicht ausschließen. Auf der Mitgliederversammlung des Seigerhüttenvereins Olbernhau-Grüntal e.V. wurde am 4. März ein neuer Vorstand gewählt. Dabei sind der Vorsitzende Dr. Steffen Laub und die Stellvertreterin Britt Gorni im Amt bestätigt worden. Damit ist Ehrenbürger Dr. Laub seit nunmehr 31 Jahren der Vorsitzende des Vereins und somit gleichzeitig eine der dienstältesten Vereinsvorsitzenden in der Stadt Olbernhau. Ebenso wurden Schatzmeisterin Ramona Preisler, Schriftführerin Elvira Krea und Beisitzer Udo Brückner in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Vorstand wurde der Vorsitzende der Seigerhütten-Knappschaft René Meyer gewählt. Im Seigerhüttenverein sind die Knappschaft und das Musikchor Untergruppen und vertreten insbesondere durch ihre hüttenmännischen Traditionen und Auftritte den Verein in der Öffentlichkeit. Und schon sind wir in unserem Serviceblock angekommen, liebe Zuschauer. Und da erwartet Sie gleich das Glück auf TV-Wetter. Doch vorher blicken wir noch in die Polizeiakten. Pockau-Lengefeld, Ortsteil Nennigmühle. Abgekommen und gegen Baum geprallt. Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr befuhr die 19-jährige Fahrerin eines Pkw Mitsubishi die Staatsstraße 223 aus Richtung Pockau in Richtung Olbernhau. Kurz nach der Brücke, auf Höhe der ehemaligen Papierfabrik, kam der Mitsubishi in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurde die 19-Jährige schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.500 Euro. Leubsdorf, auf der Flucht verunglückt. Bei einem 43-jährigen Mann in Augustusburg sollten am Montag, dem 7. März gegen 13.30 Uhr, drei Haftbefehle vollstreckt werden.
Als dieser die Polizei bemerkte, flüchtete er vor dieser mit einem Fahrrad. Die Polizisten folgten ihm mit ihren Streifenwagen mit eingeschaltetem Signalhorn und Blaulicht. Auf der Hennersdorfer Straße überholte zunächst ein Streifenwagen den 43-Jährigen und danach ein zweiter, der dann seine Fahrt verlangsamte. In diesem Augenblick überholte der Fahrradfahrer das Polizeiauto rechts, wobei er mit dem Fahrradlenker gegen den Außenspiegel des Streifenwagens stieß. Infolgedessen stürzte der 43-Jährige in den angrenzenden Graben, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Am Polizeiauto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurden die Haftbefehle vollstreckt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Geht es Ihnen auch so wie mir? Bei dem schönen Wetter derzeit wäre man doch am liebsten den ganzen Tag im Freien aktiv, als auf der Arbeit oder in der Schule zu sitzen. Wohl dem, der einen freien Tag hat und den voll genießen kann. Dass der Sonnenschein bei den Temperaturen trügt, das stört sicher die wenigsten. Und das schöne Wetter bleibt auch in den nächsten Tagen wetterbestimmend, mit den ein oder anderen kleinen Verschnaufpausen. Wer aber wieder auflebt, lange hatten wir den nicht, das ist der Wind. Der böhmische Wind bläst in den kommenden Tagen stärker aus dem Nachbarland ins Erzgebirge hinein. Doch blicken wir jetzt auf das Wetter der nächsten Stunden und des morgigen Donnerstag. In den Abend und in die Nacht gehen wir mit einem klaren Himmel. Sterne und die Sichel des zunehmenden Mondes sind gut zu sehen. Und dieses Wetter nehmen wir dann auch in den Donnerstag mit. Schauen wir auf die Tiefstwerte in der Nacht. In Olbernhau am Gymnasium, da übernachten die Temperaturen zwischen plus 2 und minus 3 Grad. In Marienberg am Zschopauer Tor lesen wir Tiefstwerte zwischen plus 2 und minus 4 Grad ab. Und in Zschopau am Bahnhof, da liegen die Nachtwerte zwischen plus 4 und minus 4 Grad. Der Wind weht leicht mit 1 bis 2 Windstärken aus Südosten. Der Donnerstag startet vereinzelt mit Nebel, der sich aber rasch verzieht. Im überwiegenden Teil unseres Sendegebietes erwartet uns wiederum ein freundlicher Tag ohne Wolken am Himmel mit Sonnenschein vom Morgen bis zum Abend. Mit einem klaren Himmel geht es dann auch in den Abend und in die Nacht zum Freitag. Blicken wir auf die Tagestemperaturen. In Pfaffroda am Schloss liegen diese zwischen 2 und 5 Grad. In Wolkenstein auf dem Markt klettern die Thermometer auf Werte zwischen 2 und 6 Grad. Und in Gornau am Rathaus, da lesen wir Maximalwerte zwischen 3 und 8 Grad ab. Der Wind weht anfangs mit 2 bis 3 Windstärken aus Südosten. Zum Ende des Tages frischt dieser dann auf und bläst mit 3 bis 4 Windstärken. In Böen erreichen wir 7 bis 8 Windstärken. Also stürmisch wird es wieder. Und so entwickelt sich das Wetter die Tage darauf. Hier ist ein vorsichtiger Ausblick auf den Freitag und den Samstag. Und auch am Freitag dürfen wir uns wieder auf Sonnenschein von morgens bis abends freuen. Es sind keine Wolken am Himmel zu sehen. Die Tagestemperaturen liegen zwischen frischen minus 5 und maximal plus 4 Grad. Eine große Rolle spielt der Wind. Denn durch die geringe Luftfeuchte und hohe Verdunstung fühlen sich die Temperaturen merklich kühler an. Aus Südosten erwarten wir Windstärken im Durchschnitt zwischen 5 und 8, in Böen vereinzelt 9 bis 11, also schwere Sturm bis hin zu Orkanböen. Der Samstag, der ist gleich dem Wetter vom Freitag. Wir erleben Sonne satt den ganzen Tag. Die Thermometer bewegen sich zwischen minus 3 und plus 6 Grad. Der Südostwind bleibt uns erhalten, tagsüber mit 4 bis 6 Windstärken, in Böen 6 bis 8. Ob der Sonntag dann auch seinem Namen wieder volle Ehre macht, das beleuchten wir dann morgen hier im Glück auf TV-Wetter. Liebe Zuschauer, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Das war der Mittwoch bei Megional.
Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann ist das kein Problem. Werfen Sie einfach einen Blick in unsere Mediathek im Internet unter den Adressen www.mef-lein.de oder auch auf www.glückauf.tv. Dort finden Sie unsere Beiträge und Sendungen rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen, wünsche noch einen schönen Abend und später dann eine angenehme Nacht. Machen Sie es gut.